Der Revenue Manager, der analysiert die Vergangenheit, das heißt, er schaut sich an, welche Events waren in der Stadt, wie war die Belegung in den letzten Jahren, um dann die Gegenwart zu beobachten, das heißt, was macht die Konkurrenz, wie viele Gäste kommen in die Stadt und welche Events sind gerade aktuell und geht dann noch in die Zukunft und sagt die Zukunft sozusagen voraus, auch wieder, welche Events sind da, welche Gäste und wie viele Gäste erwarten wir in Hamburg. Und so mit diesem Gesamtpaket finden wir dann die Preise und machen dann die Hotelpreise und unsere Budgets etc. Das ist einmal, dass man direkte Ergebnisse sieht von seiner Arbeit. Das heißt, wenn ich einen Preis auf dem Markt werfe, sehe ich sofort, ob er funktioniert oder nicht. Und er ist vor allem auch Teamwork, also wir arbeiten mit verschiedensten Abteilungen zusammen, sei es Front Office, Housekeeping, Sales, um einfach als Team die ganzen Gäste zu uns ins Hotel zu bekommen. Der Job des Revenue Managers ist auf jeden Fall analytisch, er ist zukunftsorientiert und als drittes würde ich sagen Teamwork. Die Eigenschaften, die man mitbringen sollte, sind einfach positives Denken, Leidenschaft und der Spaß an der Sache. Ja, geht einfach locker an die Sache ran, seid ihr selbst und habt einfach Spaß an der Arbeit.